Einen schönen guten Abend zum Journal von regio.tv Bodensee. Heute mal in etwas anderer Optik und mit mir, mit Stefan Kühlein. Und ich sage, das hier sind unsere Themen. Kunstprojekt in Singen. Arte Romeas öffnet Wohnungstüren. Schule macht Start. Projektwoche am Gymnasium Wilhelmsdorf. Sonnenschein am Wochenende. Das beginnt erstmal trocken. Die größte Schule im Landkreis Sigmaringen ist mittlerweile ganz schön in die Jahre gekommen. Die Schulgebäude sind so alt, dass eine Sanierung nur ganz schwer möglich ist. Eine Kostenermittlung hat nämlich beängstigende Zahlen zutage gefördert. Die Gebäude der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen herzurichten würde 94 Millionen Euro kosten. Und deswegen soll nun komplett neu gebaut werden. Das Landratsamt hat für den Neubau zwei Favoriten, wie Landrätin Stefanie Bürkle vor der Presse bekannt gab. Der eine Standort für die berufliche Schule liegt am Stadtrand von Sigmaringen auf einer landwirtschaftlichen Fläche. Hier wäre der Bau am unkompliziertesten zu verwirklichen und mit 62 Millionen Euro wäre diese Alternative am günstigsten. Einmal der Standort Küchenecker, der liegt bei der Kreissporthalle und beim Klinikum in Sigmaringen. Dieser Standort ist sehr gut geeignet aufgrund dieser Nachbarschaft zur Sporthalle, zum Klinikum. Wir haben dort die kürzeste Bauzeit mit 4 Jahren und der Schulbetrieb vor allen Dingen wird dadurch nicht beeinträchtigt, weil wir auf dieser Ackerfläche einen Neubau erstellen können, der Schulbetrieb am bisherigen Standort ohne Probleme durchgeführt werden kann. Der zweite Schulstandort würde an die bestehende Ludwig-Erhard-Schule angedockt. Die bisherige Sporthalle des Hohenzollern-Gymnasiums müsste abgerissen werden. Die Kosten werden mit 67 Millionen Euro angegeben. Dieser Standort bringt den Nachteil, dass wir in verschiedenen Bauabschnitten zuerst die Parkplätze bauen müssen, der Schulbetrieb beeinträchtigt wird. Aber er hat natürlich den sehr starken Vorteil, dass ein einheitlicher Schulcampus mit der Ludwig-Erhard-Schule, mit dem Landratsamtsareal und mit dem Neubauvorhaben verwirklicht werden könnte. In seiner kommenden Sitzung soll der Kreistag den Grundsatzbeschluss für den Neubau fassen. Im kommenden Jahr will er sich für eine der beiden Alternativen entscheiden. 7 Wohnhäuser mit 36 leerstehenden Wohnungen und 65 einzelne Kunstprojekte. Arte Romeas heißt das Ganze und am Wochenende ist die Ausstellung für die Öffentlichkeit zugänglich. Das Ganze gibt's in Singen im Landkreis Konstanz. Kai Matusik zeigt seine Kunst in Haus 7 in der rechten Erdgeschosswohnung. Seine Gemälde, die deutlich an Street Art erinnern, zieren die Räume. Freie Plätze an den Wänden? Fehlanzeige. Sogar die Fenster sind verklebt. Sein Thema zieht sich deutlich durch die Wohnung. Ich habe so einen sehr humorvollen Zugang zu den Dingen und bin also illustrativ, karikativ, satirisch sind meine Arbeiten und das kommt halt mit vielen Themen hier zum Ausdruck. Also als ich hier gehört habe, dass hier ein Flüchtlingsheim drin war, hatte ich mich halt mit diesem Thema Froh die Kunst, was relativ neutral ist, ne, angemeldet. Dennoch finden sich auch ernste Bilder in seiner Sammlung. Eine ganz andere Art Kunst machen Andrea Dietz und Kerstin Weiland, die 2 Stockwerke über Kai Matusik eine Wohnung haben. Unter dem Motto Keiner ist niemand arbeiten sie mit den Räumen und deren Geschichte. Die Bewohner, die hier drin gelebt haben, haben ihre Spuren hinterlassen. Mhm. Wir haben ja das Konzept, dass wir mit dem Ort hier arbeiten. Und es gab jede Menge hier aufzuspüren. Ja, wir wollten vor Ort und im Ort uns die Inspiration holen und die Emotionen von den Menschen, die hier gelebt haben und haben sie versucht umzusetzen, künstlerisch darzubieten. Viel wissen die beiden Künstlerinnen nicht über ihren Vormieter. Lediglich eine Nagelfeile und ein paar andere Alltagsgegenstände haben sie gefunden. Die Gebäude werden von der örtlichen Baugenossenschaft für die Kunst zur Verfügung gestellt, da sie bereits vor über 80 Jahren gebaut und im Herbst abgerissen werden. Für Andrea Dietz besteht genau darin der Reiz. Es hat uns letztendlich auch motiviert, aber es steckt in erster Linie mal Leben hier in diesen Räumen. Die Kunst von Kai Matusik ist vom Abriss nicht betroffen. Ich habe jetzt hier nicht so viel an die Wände gemalt. Ich habe eher Installationen gemacht und kann die Arbeiten dann hinterher auch wieder mitnehmen. Noch bis Sonntag können Besucher die verschiedenen Wohnungen und Künstler besuchen. Rund um die Gebäude ist ein buntes Rahmenprogramm geplant. Willkommen zu den Kurznachrichten.
Zwei Männer hat die Polizei festgenommen, die für eine Einbruchserie im Kreis Ravensburg verantwortlich sein sollen. Dabei haben sie 28.000 Euro erbeutet, außerdem Kettensägen, Freischneider, Bohrmaschinen und Winkelschleifer. Und das Ganze bei Einbrüchen in Bauernhöfe im Raum Amzell, Wangen und Neukirch. Ein Zeugenhinweis zu einem verdächtigen Fahrzeug mit rumänischen Kennzeichen in einem Waldstück führte zu den Männern. Dort entdeckte die Polizei ein Diebeslager und ermittelte die beiden im Alter von 26 und 38 Jahren. Drogenschmuggel müssen ins Gefängnis. Wegen Drogenhandels sind zwei Holländer und ein 27-Jähriger aus dem Landkreis Ravensburg am Freitag vor dem Ravensburger Landgericht zu mehreren Jahren Gefängnis verurteilt worden. Die beiden Holländer hatten in den vergangenen Jahren insgesamt fast 1,5 Kilogramm Kokain über die deutsche Grenze geschmuggelt. Der 27-Jährige hatte die Drogen abgenommen und zum Großteil weiterverkauft. Einige der Übergaben fanden in Lindau statt. Die Lindauer Kriminalpolizei ist dem Dealer auf die Spur gekommen und hat ihn letztendlich verhaftet. Dafür muss er nun 6 Jahre ins Gefängnis. Den holländischen Hintermann verurteilte Richter Matthias Kreiser zu 7 Jahren und 3 Monaten Haft, den holländischen Kurier zu 3 Jahren. Urteil gefallen. Der 16-Jährige, der nach einer Fasnetzveranstaltung in Mittelbiberach einen 17-Jährigen erstochen haben soll, ist jetzt vor dem Landgericht Ravensburg zu einer Jugendstrafe von 8 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden. Das Gericht stufte die Messerattacke als Mord ein. Der Jugendliche habe gezielt in den Unterleib des Opfers gestochen, so ein Sprecher des Landgerichts. Dabei wurde unter anderem die Beckenarterie durchtrennt und der 17-Jährige verblutete. Mit dem Strafmaß ging das Gericht über die Anträge der Staatsanwaltschaft und der Nebenkläger hinaus. Sie hatten auf Totschlag plädiert. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Das Verwaltungsgericht Sigmaringen hat die Klagen eines Schülers und seiner Eltern auf Kostenfreiheit der Schülerbeförderung gegen den Landkreis Tübingen abgewiesen. Die Kläger hatten geltend gemacht, dass der von ihnen geforderte Eigenanteil an den Schülerbeförderungskosten gegen den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte verstoße. Eine Berufung gegen das Urteil ist nicht zugelassen, kann aber beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg beantragt werden. Parallel zur Gerichtsverhandlung hatten am Donnerstag in Sigmaringen auf dem Leopoldplatz rund 50 Eltern gegen die gängige Praxis im Schülerverkehr demonstriert. Mehr Wohnungen für Flüchtlinge. Noch immer sind es in Meckenbeuren zu wenig Plätze für Flüchtlinge. Die Gemeinde hat daher das ehemalige Vereinsheim der Kleintierzüchter umgewidmet. Im ersten Stock wohnen jetzt bereits Asylbewerber. Im Erdgeschoss soll dies nach Umbauten möglich sein. Ebenfalls der Anschlussunterbringung dienen das Bahnhofsobergeschoss und ein neues Gebäude am Bahnhofsplatz. Im Bau befindet sich ein Haus in der Zollernstraße in Brochenzell. Mit der Insignienübergabe ist in Ravensburg am Nachmittag das Rutenfest gestartet. Oberbürgermeister Daniel Rapp übergab im Schwörsaal des Waghauses Schärpen, Degen, Hirschfänger und Fahnen an das Trommlerkorps der Ravensburger Gymnasien. Im Anschluss an die Insignienübergabe wird das Rutenfest offiziell eröffnet mit Antrommeln und Böllerschüssen in der Altstadt. Am Gymnasium in Wilhelmsdorf im Landkreis Ravensburg ist in dieser Woche alles anders. Die Schule hat sich für eine Projektwoche in einen eigenständigen Start verwandelt, mit allem, was dazugehört. Da gibt es Schüler, die Unternehmen leiten, andere machen Politik. Tja, und der Schulleiter, der ist ein einfacher Straßenkehrer. Julia Gahl geht eigentlich in die 11. Klasse. In dieser Woche aber putzt sie hauptberuflich auf dem Schulhof Autos. Julias Schule, das Gymnasium in Wilhelmsdorf, hat sich in dieser Woche in einen Start verwandelt. Ein Staat, der von Schülern regiert wird. Also der Staat Saslaska funktioniert eigentlich wie die Bundesrepublik Deutschland, nur viel, viel kleiner. Also wir sind so ein kleiner Mikrokosmos, aber wir haben auch ein eigenes Steuersystem, eine Gewinnsteuer, wir haben eigene Betriebe, wir haben Zoll, wir haben Polizei, wir haben Beamte. Also es funktioniert eigentlich alles wie ein normaler Staat. Wir haben auch Betriebe, es gibt einen Betrieb, wo man Adelstitel kaufen kann, es gibt eine Waschstraße, man kann Pizza kaufen oder Burger essen, Krebs. Also es gibt eigentlich alles, was es sonst in einem normalen Staat auch gibt, nur alles viel, viel kleiner und zentrierter. Das Projekt Schule als Staat ist eine Initiative der Schüler. Mehr als ein Jahr lang haben sie sich auf die Woche vorbereitet, Businesspläne erstellt und über Staats- und Wirtschaftsformen diskutiert. 670 Bürger hat der Staat Saslaska nun. Schüler und Lehrer sind dort gleichberechtigt. Sie alle arbeiten als Angestellte, Unternehmer oder im Staatsdienst. Bezahlt wird mit der staatseigenen Währung JB. Und wie in einem echten Staat müssen die Unternehmen auch Steuern zahlen. Tun sie das nicht, werden sie verklagt. So wie heute ein Burgerladen, der Steuern hinterzogen haben soll. Die Presse ist zur Verhandlung aber nicht zugelassen.
Öffentlich ist dagegen die Parlamentssitzung. Heute auf der Tagesordnung die Mindestlohndebatte. Schulleiter Johannes Baumann ist in dieser Woche als Straßenkehrer tätig. Vom Projekt Schule als Staat habe er sich schnell überzeugen lassen, sagt er. Man sieht ja, wenn man hier durch den Staat geht, durch Saslaska, was die Schülerinnen und Schüler alles völlig eigenständig auf die Beine stellen. Und einen Staat zu organisieren, da gehört unheimlich viel Hintergrundwissen dazu. Also die haben sich Kenntnisse in Politik, wie ein Staat aufgebaut werden muss, Staatstheorie, wie ein Finanzwesen funktioniert. Das haben die sich alles selbstständig angeeignet. Und das ist ein unheimlicher Lernfortschritt für unsere Schülerinnen und Schüler. Das Geld, das über die Woche eingenommen wird, wollen die Schüler für verschiedene Dinge ausgeben. Ein Teil der Einnahmen soll auf jeden Fall der Partnerschule in Uganda zugutekommen. Rock aus Deutschland. Die Band Silly stand gestern Abend beim Hohenbergsommer auf der Bühne im Festivalzelt. Und wie sich der Sound dieser Band aus Ost-Berlin bei uns im Süden anhört, das sehen Sie und vor allem hören Sie gleich bei uns. Da sind wir zurück beim Journal von RegioTV Bodensee. Die Band, die wir Ihnen nun zeigen bzw. zum Gehör bringen wollen, gibt es schon seit fast 40 Jahren. Sie spielen deutschen Rock, haben sich Ende der 70er in Berlin gegründet und stehen neben Größen wie den Pudis oder Karat in der ersten Reihe des Ostrocks. Silly heißt die Band, bei der seit 2010 auch Schauspielerin Anna Loos als Sängerin am Mikro steht. Sie ist übrigens die Frau von Münsteraners Tatortstar Jan-Josef Liefers. Silly, gestern Abend beim Hohenbergsommer in Tuttlingen. Der größte Sieger muss nie siegen. Und der größte Verlierer hat nichts zu verlieren. Ist eigentlich egal, ob da nun weiß nicht, ein paar hundert stehen oder ein paar tausend. Irgendwie, wir geben eigentlich immer die gleiche Energie und versuchen das sozusagen zum gleichen Fest zu machen. Und ja. Außerdem ist es schön hier auf der Burg. Ja. Es gibt kein Land zu erobern, nur Grenzen zu sprengen. Die Welt ist so bunt, dass uns die Farben vermengt. Im Labyrinth steckt der Frieden, mit der Hass, Gier und Krieg. Die Welt ist so bunt, die Welt ist so bunt. Momentan sind einfach so viele Brandherde auf der Welt und es gibt einfach so viel auch Wut, dass wir natürlich auch davon beeindruckt das ganze Album geschrieben haben. Also es gibt ja noch ein paar mehr Songs als Kampflos und das sind einfach von uns so unsere Fragen, unsere Sachen, die uns bewegen, wenn wir auf die Welt gucken und wenn wir in uns reingucken. Die haben was zu sagen. Also, tolle Texte. Genau, die Texte sind super, die haben richtig Spaß auf der Bühne. Man merkt, die machen das mit Leib und Seele und das steckt einfach an. Ja, ich tanze durch die verkehrte Welt. Und woher seid ihr angereist? Leipzig. Aus Leipzig, ja. Sie hat den weitesten Weg heute jetzt. Weitesten Weg. Ich aus Frankfurt am Main. Saarbrücken. Über 30 Jahre miteinander unterwegs. Wir drei. Ja. Und Anna, unser Küken, jetzt im 11. Jahr. Da gibt es natürlich auch immer Höhen und Tiefen, wie in jeder normalen Familie. Aber sozusagen die Musik und immer das Beste zu erreichen, möglichst Beste, das ist genug Ansporn. Lügner, Tratscher an alle Neider, Idioten, Gift, Nathan, Abgreifer, ihr könnt. Wir wollen uns eigentlich dem nicht beugen, was vielleicht gerade in ist. Also, dass man immer einen Four-on-the-Floor-Song machen muss und dass man Chöre machen muss. Wir machen halt ein bisschen andere Musik, war bei Silly aber schon immer so. Sie lieben das Leben der Andern. Ein Rucksack, der sich in ein Handtuch verwandelt. Klingt verrückt, gibt's aber wirklich. 10 Designstudenten der Hochschule in Konstanz haben Dinge entworfen, die die Welt bisher noch nicht kannte, aber dringend braucht. Ein Semester lang hatten sie Zeit für Idee und Gestaltung, aber um in Serie zu gehen, dafür brauchen sie Geld. Also unser Projekt ist der Rucksack. Das ist kurz gesagt ein multifunktionaler Rucksack, den man zu einem großen Handtuch ausklappen kann. Wir dachten uns, ein großes Problem, was bei uns immer irgendwie aufgetreten ist, wenn man zum See geht, dass man seine Tasche packt und irgendwie ist alles gleich voll mit dem Handtuch und dann passt nicht viel mehr rein. Und dann dachten wir, gehen wir das Problem an und dabei kam Rucksack raus.
Handtuch, Rucksack, Alltagstipps auf kleinen Kärtchen oder eine Multifunktionstasche. Designstudenten der Hochschule Konstanz entwickeln Dinge, die es bisher so noch nicht gibt. Ihre Erfindungen erleichtern den Alltag und sollen in Produktion gehen. Ein Semester hatten die Studenten dafür Zeit. Ziel ist, dass Studierende nicht in so einer Bubble hier die ganze Zeit arbeiten sollen an der Hochschule, sondern sie sollen, weil sie als Designer auch dazu in der Lage sind, alle Kreativprozesse mit Methoden und so weiter durchlaufen. Von der Idee über den ersten Entwurf bis zum fertigen Prototypen. Alles machen die Studenten selbst. Dazu schließen sie sich in Zweierteams zusammen und lassen die grauen Zellen arbeiten. Das Ergebnis zum Beispiel die Magnetscheibe von Cyrus Gümüş. Büroklammer und dann hält es. Genau, so war die Idee, dass man einfach alles drauf wirft. Und diese Designelemente sind da, um das noch so dekorativ zu seinem eigenen Stil zu orten. Magnetscheibe, Rucksack und Co. Von der Hochschule soll jetzt alles raus in die Welt. Die Studierenden haben ihre Produkte auf einer Crowdfunding-Plattform eingestellt und bitten um Finanzierung. Die Teams, die bis zum Semesterende das nötige Geld zusammen haben, gehen in Serie. Aber bis dahin kann man ja ruhig seine eigene Erfindung in der Sonne genießen. Mit der eigenen Idee erfolgreich durchstarten, davon träumen viele Menschen mit guten Geschäftsideen. Und auch hier bei uns in der Region haben einige Menschen den Mut gehabt, sich selbstständig zu machen. Die Gründer mit der besten Idee wurden gestern Abend in Ravensburg ausgezeichnet, und zwar beim Schwäbisch Media Gründerpreis 2017. Tja, und wer gewonnen hat, das erklärt Ihnen mein Kollege Michael Scheier. Er muss wissen, was ein erfolgreiches Unternehmen ausmacht. Erwin Hümer-Chef Martin Brandt. Er hält die Lobrede auf die Firma Emina HT, die den ersten Jurypreis des Schwäbisch Media Gründerpreises 2017 gewonnen hat. Und hier haben wir eine innovative Lösung gefunden und deswegen glauben wir an die Zukunft des Unternehmens. Herzlichen Glückwunsch. Schwäbisch Media Geschäftsführer Kurt Sabatil und Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut übergeben Preis und Urkunde am Donnerstagabend in Ravensburg an die Wirtschaftsingenieurin Yu Kyun-sun, die zwar aus China kommt, aber in Aalen eine neue Heimat gefunden hat. Wie fühlen Sie sich jetzt mit dem ersten Preis in der Hand? Ich habe Hunger. Hunger sonst? Aber ist es auch ein bisschen Bestätigung für Ihre Arbeit, oder? Ja, genau. Also vielen Dank für diesen Preis und ich werde weiter so machen. Zum 8. Mal wird der Gründerpreis nun vergeben. Dotiert ist er auf insgesamt 21.000 Euro. 24 Jurymitglieder haben aus den 42 Teilnehmern drei Hauptpreise und einen Sonderpreis ermittelt. Der zweite Preis geht an die Firma Junker Technische Dokumentationen aus dem Kreis Ravensburg. Der dritte Preis an die Firma Evo Elektroheizungen aus dem Kreis Biberach. Über eine Smartphone-App dürfen die anwesenden 200 Zuschauer den Publikumspreis bestimmen. Dieser geht an das Online-Portal Fund Your Pharma. Und der Sonderpreis der Jury, der geht an Tobias Schwägele, der in Leutkirch-Urlau das historische Dorfgasthaus Hirsch wiederbelebte. Aber gewonnen haben heute eigentlich alle. Denn auch wenn sie nicht alle einen Preis erhalten haben, haben sie dennoch eines gewonnen. Ein selbstständig gegründetes, funktionierendes Unternehmen. Die Rugby-Mannschaft der Ravensburger Ravens sind mit einem Sieg gegen Eintracht Bamberg in die Regionalliga aufgestiegen. Diese und weitere Sportmeldungen gleich bei uns. Wir sind zurück im Journal von Regio TV Bodensee und wir machen sportlich weiter mit unserem Sportflash. Rugby-Mannschaft steigt auf. Die Ravensburger Ravens haben den Aufstieg in die Regionalliga geschafft. Die Rugby-Mannschaft des TSB Ravensburg setzte sich nach Hin- und Rückspiel gegen Eintracht Bamberg in der Aufstiegsrelegation durch. Zu Hause gewannen die Ravensburger mit 26:12. Im Rückspiel kassierten sie in Bamberg zwar eine 17:24 Niederlage, das reichte dennoch, um den Sprung in die nächste Liga zu schaffen. Die Saison in der Rugby-Regionalliga beginnt am 3. August. Wie schon in der vergangenen Woche haben die Herren 1 des TC Friedrichshafen in der Tennis-Württemberg-Liga die Außenseiterrolle inne und kämpfen um den Klassenerhalt. Am Sonntag ist das Team um Mannschaftsführer Julian Klose in Reutlingen zu Gast. Dort wird der Liga-Neuling vom TC Markwasen empfangen. Der Gegner der Hefler Mannschaft liegt derzeit mit ausgeglichener Bilanz auf Rang 4 und damit ein paar Plätze höher als die Gäste vom Bodensee, die aktuell Siebter sind. Den Klassenerhalt in der Handball-Landesliga hat die HSG Rietheim-Weilheim in der vergangenen Saison gerade noch geschafft. Trotz der Rettung gibt es nun einen Umbruch.
Dirk Salmen übernimmt als neuer Trainer das Ruder. Auch die Mannschaft erhält ein anderes Gesicht. Martin Bauer, ein Leistungsträger der vergangenen Jahre, beendet seine Karriere wegen Kniebeschwerden. Auch Udo Messmer wird nicht mehr für die HSG auflaufen. Keine Ahnung, was Sie am Wochenende so alles anstellen könnten. Oder Sie haben Ahnung, sind aber leicht beeinflussbar. In beiden Fällen, sage ich Ihnen, sind unsere Veranstaltungstipps genau das Richtige für Sie. Mit seinem aktuellen Programm Seng Salabem gastiert das A-Cappella-Ensemble Pepper and Salt am Mittwoch, den 2. August, in der Sporthalle in Mariaberg. Die Stuttgarter Vokalgruppe verspricht schwäbischen Humor und Vokalmusik ohne doppelten Boden. Die Gäste des Abends erleben, wie die Lorelei liebestolle Matrosen verhext, wie ein Kuckuck das Singen erlernt und Postpakete verschwinden. Und die Musiker? Die versprechen, mir singet Alice zur Not auch Hochdeutsch. Auch in diesem Jahr lädt der Club Woodville zu seinem Umsonst und Draußen ein. Auf dem Programm stehen zum Beispiel der Leipziger Hip-Hop-Underdog Gossenboss mit Z oder die kanadische Folk-Rock-Punk-Band The Real Mackenzies. Außerdem sind mit dabei die politisch-sarkastische Antilopengang, die zurzeit zu den angesagtesten deutschen Hip-Hop-Bands gehört, und die Band Sonderschule mit ihren partytauglichen politischen Ska-Hits. Das Finale beim Hohenberg-Sommer wird laut und ausgeflippt. Am Samstag spielen die Bands Ruskaya und Fiddler's Green. Dabei treffen Irish Speed Folk und High Speed Turbo Polka aufeinander. Diese verrückte Mischung aus Folk, Ska, Punk, Metal, Rock und Polka lässt die Festivalbesucher tanzen. Einen hervorragenden Ruf als Livebands haben sich Ruskaya und Fiddler's Green bereits auf dem Wacken, dem größten Metal-Festival der Welt, erspielt. Los geht's um 7:30. Sie werden vielleicht gemerkt haben, nach dem durchwachsenen Wetter gestern hatten wir heute einen relativ wolkenlosen Himmel. Fürs Wochenende gibt es aber schon wieder schlechtere Aussichten. Ob wir uns trotzdem auf ein paar Sonnenstunden freuen dürfen, das erfahren Sie jetzt bei Bernd Matlener. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie zum Wetter hier bei Regio TV. Schwül warm wird das Wochenende sein. Wir haben immer noch das Tiefdruckgebiet Zlatan bei den britischen Inseln. Eine südwestliche Strömung, da kommt die Luft aus dem Mittelmeer und ist entsprechend mit Feuchtigkeit angereichert. Aber insgesamt kann man es doch einigermaßen aushalten, auch wenn dann im Laufe des Samstags wieder punktuell Platzregen und Gewitter drin sind. Vor allen Dingen Schwarzwald, Schwäbisch Alb, über Oberschwaben teilweise bis zum Allgäu. Und örtlich kann es dann auch mal im Flachland kurz nass werden. Die Temperaturen dann am Nachmittag zwischen meistens 26 und 30 Grad, im höheren Bergland knapp unter 25 Grad. Schauen wir in die Region Bodensee, Oberschwaben, Allgäu. Auch da sehen wir diese Schauer- und Gewittersymbole, die vor allen Dingen dann ab der Mittagszeit zum Nachmittag hin eine Rolle spielen werden. Das Ganze startet dann wieder in Richtung Bar Westalb und zieht dann zum Teil mit einem leichten Westwind ins Oberschwäbische hinein. Bodensee am längsten trocken und auch sonnig. Die Temperaturen hier bis zu 28 Grad. In den Höhenlagen, da sind es um die 25 Grad. Weiter geht's mit dieser schwülwarmen Witterung am Sonntag. Aber da wird es dann doch meistens freundlich sein. Montag, Dienstag teilweise kräftige Platzregen und Gewitter, deutlich kühler. Und dann geht's wieder in Richtung Sommer. Die Lindauer dürfen am Sonntag, oder man könnte auch sagen, sie müssen am Sonntag zur Urne schreiten. Dabei müssen sie darüber abstimmen, ob das Eichwaldbad erhalten bleibt oder ein Investor eine völlig neue Therme bauen darf. Dieser Neubau führte zu einer heißen Diskussion der Lindauer Bürgerschaft. Wie die Lindauer abstimmen und wie oder ob sie bald baden gehen werden, das erfahren Sie am Montag bei uns im Journal mit Marion Geile. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Ich sage tschüss, schönes Wochenende und bis am Dienstag.